Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Handfessel aus China und zwar wahrscheinlich aus dem Hause Anhua. Zur Beschriftung haben wir hier aufgebracht ein MP im Kreis und ein Rights Reserve Zeichen dahinter. Weitere Beschriftungen gibt es hier bei diesem Modell nicht, außer halt nochmal dasselbe auf der anderen Seite. Ja, was fällt auf? Natürlich das spezielle Design. Wir haben hier einen relativ runden Schlosskasten, also einen runden Steg, der hier herausschaut. Es gibt übrigens das Original, das kommt aus den USA, das ist die Harrington & Richardson Handfessel. Das hier ist natürlich nur ein Nachbau. Und dann kantet sich das hier unten ab, läuft dann hier schon in diesem doppelläufigen Flügel auseinander. Der Flügel läuft hier noch ein bisschen geschlossen, eine Zeit lang, ca. 1-2 cm und geht dann hier schön weiter herum, bis er hier auf so eine wirklich markante Vernietung trifft und daran befestigt ist dann der Handschellenbügel. Hier haben wir auch noch eine kleine Vernietung, die hält quasi hier dann auch das Schlossinnenleben, das schauen wir uns dann später an. Und hier hinten haben wir drehbar einen Drehwirbel. Daran befestigt dann diesen Schäkel. Und das Besondere ist, wir haben hier im Drehwirbel ein Loch und im Schäkel auch, aber der Schäkel öffnet das Loch nur, wenn man ihn so im 90-Grad-Winkel hält. Überstreckt man ihn, ist das Loch wieder so ein bisschen verschlossen. Ihr seht das hoffentlich. Und ja, das ist quasi das Schlüsselloch. Das Ganze ist dann verbunden mit diesem runden O-Ring, der ist schön verschweißt und nachträglich vernickelt worden. Und so sind beide Handschellen hier miteinander verbunden. Schauen wir weiter, dann merken wir, dass alle Ecken und Kanten zumindest entgratet sind. Hier und da denkt man auch, dass sie ein bisschen abgerundet sind. Aber ja, man hätte sich doch ein bisschen mehr Mühe hier bei der Verarbeitung geben können. Es schlackert auch ein bisschen hin und her, hört sich also auch nicht so schön an. Dann kommen wir hier als nächstes schon zum Geräusch dieser Handfessel. Wir hören hier einen wirklich schönen, satten Klang, also wirklich toll gemacht. Das muss man hier schon lassen, aufgrund dieser speziellen Anordnung der Schlossfalle ist es richtig schön weich und gleichmäßig und man hört das hier so, ja, so wie so ein Nachklacken. Das ist wirklich toll gemacht. Das ist übrigens auch beim Original so. Also man merkt, da ist was hinter. Ja, der Bügel, der läuft dann hier quasi herum und hat dann hier eine sehr ausgeprägte Zahnstange. Die hat keine Schrägen oder ähnliches, sondern das sind ja einfach so Einkerbungen. Und zwar ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Für 16 unterschiedliche Schließpositionen. Wobei die größtmögliche diese hier ist mit ca. 7,7 cm. Und die kleinstmögliche dann diese hier mit ca. 4,8 cm. Die Zahnstange an sich ist entgratet, abgerundet, also Verletzungsgefahr sehe ich hier nicht. Hier unten kann man mit dieser entsprechenden Anspitzung das Ganze sicher in der Schlossfalle einrasten lassen. Und die Schlossfalle selbst, die sehen wir hier. Das ist dann auch eben der Klang, den wir hören. Da ist ein Zahnrad drin, welches sich dreht. Und wir sehen auch hier, dass diese beiden Stifte, kann man sicherlich auch mit ein bisschen Gewalt irgendwie raustreiben, diesen Schlosskasteneinsatz hier halten. Wenn man also diese beiden Stifte hier heraustrennen würde, dann könnte man sicherlich den Schlosskasteneinsatz einfach hier herausnehmen. Ja, und natürlich kann man das Zahnrad, welches hier so ein bisschen federnd drin gelagert ist, auch nur in eine Richtung drehen. Und auf der anderen Seite wird es dann blockiert. Als nächstes schauen wir uns den Schlüssel an und da haben wir hier zwei Stück, das sind die Originalen, die sind ein bisschen, naja, nicht so schön. Die haben hier einen Schlüsselkörper, der ist rechteckig
und an den langen Seiten abgerundet. Hat hier eine Bohrung drin, zum Beispiel für den Schlüsselring. Und der Schlüsselhals, der ist rund, der ist hier angeschweißt. Und jetzt hatte ich noch ein bisschen Frühstück im Mund. Der hat hier vorne ein Dreikantloch. Das heißt, wir brauchen einen speziellen Dreikantschlüssel zum Öffnen für diese Handschelle. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Wir können nämlich hier, wenn wir uns erinnern, und das Ganze hier, ich sag mal, 90 Grad Winkel anordnen, dann jetzt, zack, jetzt komme ich mit dem Schlüssel hier wirklich erst rein und zurückdrehen ist dann nicht. Wir sehen das hier nochmal, ein bisschen wackelig das Ganze. Dann kommen wir hier in den Schlosskasten und können hier was drehen. Ja, und ihr seht es schon, wir können quasi gegen einen Widerstand drehen im Uhrzeigersinn und können dann die Fessel hier öffnen. Schau mal, was dann hier passiert. Man sieht hier nicht viel. Das heißt, es wird im Hintergrund einfach nur das Zahnrad released, also freigelassen. Und dadurch kann man das Zahnrad dann eben auch in die andere Richtung drehen. Bei meisten Handschellen, ich glaube, das ist bei denen auch so, kann man hier noch in die andere Richtung drehen und dann den Schlüssel abziehen. Genau, und dann ist die Handfessel arretiert. Wir sehen, wir haben hier noch gut 2 mm Spiel, das ist eine ganze Menge. Aber weiter zu geht die Fessel dann nicht mehr. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das hält, ob das wirklich Ewigkeiten so hält oder auch hier, zack, ist die Fessel gedoublelockt. Das ist wirklich eine schöne Sache. Und wenn wir den Schlüssel einsetzen, müssen wir halt nur den richtigen Punkt finden und drehen dann komplett in die andere Richtung. Dann ist der Double Lock raus und auch die Fessel offen. Wenn wir dann abziehen, ist die Fessel natürlich auch wieder durchrastbar. Das machen wir hier auf der anderen Seite auch nochmal. So, und offen ist das Ganze. Also wirklich simple Technik und auch von der Handhabung des Schlüssels hier gut ausgeklügelt, aber eben keine chinesische Erfindung, sondern das hier ist der Nachbau einer amerikanischen ausgeklügelten Erfindung, ich glaube aus den 20er, 30er Jahren. Das Original schauen wir uns auch mal in einem anderen Video an. Zu guter Letzt kommen wir noch zum Gewicht dieser Handfessel. Und wir haben hier 417 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.